obwohl aufgrund des zusätzlichen Urunfalls das bereits gehändigte Wesen nicht mit Zähnen und Klauen bewehrt und nun auch noch ein Nacktmull keine Überlebenswahrscheinlichkeit geboten hätte, führte gerade dies zu nochmaliger Inversion und in der Folge dann zu einem übererfolgreichen Überleben mit zuerst Erfindung des Pelzmantels und des Feuers beispielsweise. Und alle die psychischen Handicaps oder Traumas wurden ebenfalls invertiert. Die Friedigisierung führte zu hochgespannten Ausdauerwerbungsspielen und sonstigen Lustvorspielen. Die Vergewaltigungssituation wurde in Macht Strategien, in Rückversicherungs-Rückforderungs-, Gabenanlieferungs-, Werbungsanlieferungs-, Vorteilen umgewandelt. Und so weiter. Die Liste der anatomischen Veränderungen, die dann ebenfalls in diese Strategieplane der Vorhersehung, der Vorausplanung des großen masochistischen Umwandlungsprozesses jener Beute, die am Ende selbst ihren Jäger erlegt, stattfanden, ist lang und ist ebenfalls im afanesischen Mythem dezidiert aufgelistet.